Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amnesia. Und ich gehe nochmal in den Lagerraum rein. Mir ist nämlich eine Idee gekommen. Und das hatte ich schon in der letzten Runde aufgegriffen kurz. Ich weiß ja noch, im Lagerraum, da waren so komische Fässer. Und da waren Ventile und da stand, wenn man drauf geklickt hat, das Ventil ist verrostet. Und ich habe ja einen Bohrer zusammengebaut. Und eventuell funktioniert das sogar, dass man diese Ventile dann doch anzapfen kann. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das hinkriege, denn ich habe gar keine Lampe mehr. Ich muss es irgendwie mit Fackeln machen. Okay, hier geht's nicht rein. Scheiße, hier muss doch irgendwo eine Fackel sein oder sowas. Oder eine Kerze. Hier, da. Okay, hier ist Nummer 1. Seht ihr? Ventil ist zugerostet. Jetzt mit dem Bohrer dran gehen. Tatsache. Und der Chemietopf? Jawohl. Das muss doch... Ja, geil, das geht. Okay, und jetzt aufsammeln. Okay, den Bohrer wieder mitnehmen. War hier noch ein Fass? Da ist Nummer 1. Ah, hier ist Nummer 2, okay. So, okay, und jetzt den Topf da wieder drunter stellen. Okay. Ah, Agrippas Explosivstoff. Jetzt weiß ich auch... Wow, was ist das? Jetzt weiß ich auch, wie ich die Steine wegkrieg. Nämlich mit dem Explosivstoff. Wie genauer, weiß ich noch nicht, aber es muss gehen. Okay, dann laufe ich da wieder hin. Alter, was ist das denn, ey? Leichte Kopfschmerzen. Ich mache hier unten am besten nochmal Licht an. Mehr Licht ist halt besser, glaube ich. Jetzt legen wir das hier mal drauf, irgendwie. Okay, stellen wir nicht zu dicht. Also weggehen. Geht das jetzt von alleine hoch, oder was? Ich weiß gar nicht. Okay, bin ich doch. Und wie mache ich das jetzt? Habe ich was im Memento stehen? Nee. Und wie mache ich das jetzt genau? Ich bin weit genug weg. Aber anscheinend scheint er das nicht zu registrieren. Vielleicht irgendwie einen Knochen draufwerfen oder was? Wie geht denn das jetzt? Ah, jetzt. Okay, weg. Wow, wow. Aber hat funktioniert. Okay, jetzt tasten wir uns langsam weiter nach vorne. Was ist das hier? Lass mal Licht anmachen. Ich habe auch kein Öl mehr. Aber hier ist eine Truhe. Nee, ist eine Kiste. Ich gehe erstmal hier hinten hinter dem Tresen gucken. Hinter dem Tresen. Okay, hier ist eine Zunderbüchse. Habe ich jetzt. 6 habe ich noch. Aber eigentlich wäre mir jetzt ein Fass mit Öl viel wichtiger. Okay, Skript. Das hört sich nicht gut an hier. Jetzt muss ich hier jede Kerze anzünden. Glasklar, aha, ist ja sehr interessant. Okay, einige Schnittwunden, Blauflecken. Dann haue ich mir mal einmal Laudanum rein. Dann ist wieder alles okay. Okay. Okay, hier ist noch eine Zunderbüchse. Ich habe irgendwie gerade das miese Gefühl, dass wir jetzt gerade gleich der Bestie begegnen werden. Und dass wir uns ganz schön erschrecken werden. Aber deswegen spiele ich ja Amnesia, um mich schön schaurig erschrecken zu lassen. Und ich glaube, ihr schaut deswegen auch zu.
wenn ihr gerade zuschaut. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit ihr euch das angeguckt habt, ob ihr bis hierhin schaut. Aber ich glaube, wenn ihr... Oh, was ist das denn hier? Irgendwelche Tierkadaver, irgendwie Schweinehälften oder sowas. Okay. Was ist das denn da, ey? Was wie Schweineaugen oder sowas? Irgendwelche Augen. Ich weiß aber nicht was. Aber wenn ich das sehe, habe ich irgendwie keinen Appetit mehr. Woran könnte das wohl liegen? Okay, ich muss irgendwie... Ich will irgendwie eine Laterne... irgendwie Öl finden. Okay, die fliegen. Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Okay, was machen wir jetzt? Ist hier noch irgendwas? Ja. Gehen wir erstmal hier rein. Alter! Alter, hau ab! Alter, geh weg! Alter, jetzt geh weg, du scheiß Viech! Alter, jetzt geh einfach weg! Oh, wenn das jetzt gleich um die Ecke kommt, ey, ich raste aus. Scheiße, du scheiß Viech. Geh weg. Wie ist denn der Zustand jetzt? Leichte Kopfschmerzen, okay. Was machen wir jetzt? Ist jetzt gedacht, dass ich hier reingehe? Ja, ich gehe einfach jetzt da rein. Ich muss da ja rein, Leute. Ich muss da ja rein. Ich sehe aber kein bisschen was. Scheiße, wo ist denn jetzt hier irgendwie eine Kerze oder irgendwie sowas? Ach, leck mich am Arsch, ey. Alter, leck mich einfach am Arsch. Okay, Skript wieder. Das klingt auch hier nicht gut, was dieser Frau widerfahren ist. Ich weiß aber nicht richtig, wie ich das deuten soll. Ich muss mich jetzt hier von Gang zu Gang durcharbeiten. Alter! Alter! Scheiße, ey. Okay, hier sind diese ganzen Ketten, die man immer hört. Soll und kann ich die irgendwie verwenden. Aber ich muss erstmal hier weiter durch. Okay, sind die Kerzen schon angezündet. Was haben wir hier? Und eine Notiz. Alter. Alter. Hinducken. Alter, du Scheißmonster, geh einfach weg. Ich guck noch mal ins Inventory. Was habe ich denn jetzt hier? 4-Phasen-Amplitudenstab. Ein Maschinenteil aus Holz und Metall. Das andere auch. Also weiß ich schon mal, was ich brauche, um die Maschine in Gang zu setzen. Aber ich habe noch keinen Schlüssel gefunden. Ich guck noch mal in die Mementos rein. Finde den Schlüssel, der die Tür zum Maschinenraum entriegelt. Finde heraus, wie man den Motor startet, der den Aufzug in Gang setzt. Okay. Aber wenn wir gar nicht in den Maschinenraum kommen, haben wir da wohl keine Chance. Ja, genau. Und der Schlüssel ist anscheinend, so wie ich das hier die ganze Zeit verstehe, in dem, in dem Gästezimmer. Okay, einfach weglaufen, Leute, lauft einfach weg. Scheiße, einfach lau... Scheiße. Du Mistviech. Da läuft es. Leute, scheiße. Geh einfach weg. Okay, der geistige Zustand wird schlechter. Aber ich muss ja wissen, wo das Viech ist. Alter, dreht sich das Viech jetzt um. Kurz schauen.
Alter, jetzt kommt auf mich zu. Lauf. Alter, 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 jetzt geh. Und jetzt hier hinten hinducken. Vorsichtig. Kann man die Kerzen irgendwie ausmachen oder sowas? Alter, jetzt geh weg, du Scheißviech, ey. Okay, da vorne scheint es nicht mehr zu sein. Alter, was ist, wenn ich da jetzt rausgehe und das Viech schreit mich an oder irgendwie sowas? Okay, langsam vortasten, Leute. Langsam vortasten. Ich bleibe immer noch in der geduckten Stellung. Weil ich gelernt habe, dass man im geduckten Modus nicht so leicht gesehen wird. Okay, da ist nix. Okay, da ist nix. Okay, das ist auch weg. Okay, jetzt müssen wir uns langsam vorarbeiten. Ich muss erstmal den Gang checken. Ich muss erstmal wissen, wo ich wieder rauskomme. Okay, da hinten. Einfach hinlaufen. Einfach hinlaufen. Lauf einfach. Lauf, lauf, lauf. Scheiß, lauf einfach, ey, scheißegal, ob ich jetzt erschreckt werde oder nicht, ey. Einfach laufen, ey. Scheiße, da kam ich her, genau. Alter, Alter, lauf, lauf einfach weg! Alter, Alter! Scheiße, jetzt geh weg! Du Drecksviech, du! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Lauf! Alter, Laudanum rein, Laudanum, Laudanum! Jetzt lauf durch den Scheißgang zurück, ey. Oh mein Gott. Lauf einfach durch, jetzt geh da durch, ey. Boah, ey. Ey, mir stehen überall im ganzen Körper die Haare zu Berge, ey. Glaubt es nicht, ey. Scheiße, ey. Okay, aber zumindest haben wir jetzt einen Spielfortschritt gemacht. Das Einzige, was jetzt noch zählt, ist, den Schlüssel zu finden. Okay, wieder ein Skript. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. Okay, jetzt hat sich das Ganze hier irgendwie ein bisschen verändert, glaube ich. Oder nee, doch nicht. Okay, was sagt denn die Memento? Okay, im Gästeraum. Ja, okay. Also, wie oft soll ich den Gästeraum doch durchsuchen eigentlich? Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Rein gar nichts bleibt mir anderes übrig. Ich muss da jetzt rein, ich muss das durchsuchen. Okay. Jetzt hatten wir gerade echt richtigen Kontakt mit dem Monster. Das war, glaube ich, das erste Mal in dem Spiel, dass wir das richtig so vor Augen hatten. Also wir standen richtig in Auge und Auge im Auge. Okay, ich gucke nochmal in mein Journal rein, also Notizen. Okay, was haben wir hier? Irgendwelche. Mal hier. Empfalle. Irgendwelche, wie gesagt, irgendwelche Notizen halt, ne? Tagebücher haben wir hier auch. Rückkehr. Sie seht aber am Anfang fehlt uns eins, zum Beispiel hier das 3 von 3, das fehlt uns hier. Aber bisher, sonst haben wir alle anderen vollständig. Und in dem Momento steht immer noch, dass wir den Schlüssel im Gästezimmer finden müssen, also im Gästeraum. Vielleicht soll ich mal an die Decke schauen. Was sagt denn der Zustand jetzt? Okay. Ja, kann ich nichts gegen machen, dass wir jetzt ein bisschen angekratzt wurden. Aber ich hoffe, das werden wir überleben. Was ist das denn hier? Achso, das ist ein Kleiderhaken.
Ja, was, jetzt mache ich eigentlich das, was ich eigentlich schon längst gemacht hätte, nämlich diesen Raum hier durchsuchen. Ja, es ist auch doof jetzt. Also, soll ich vielleicht die Bilder, kann man vielleicht die Bilder von den Fenstern, von den Wänden nehmen. Die Vase hatten wir schon kaputt gemacht einmal. So, okay. Hier weht ein leichtes Lüftchen durch. Eine leichte Brise. So. Okay, hier oben liegt auch nichts drauf. Aber das habe ich doch alles schon durchgesucht. Wie oft soll ich das eigentlich noch machen? Ich verstehe gerade nicht so richtig, was das Spiel von mir will. Ja, Bilder hatten wir auch alles schon geguckt. Ja, liegt er vielleicht, muss er am Boden liegen. Hier, 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 nein, nein, nein. Hier ist auch nichts. Da ein Buch. Hier ein Bilderrahmen, der kaputt ist. Also ohne Bild. Kamin? Nee, lassen wir aus. Noch vier von denen. Ja, ich brauche halt mittlerweile eigentlich mal wieder Öl. Ah, was haben wir denn hier? Was denn, wenn ich hier drauf gehen kann? Hm. Da liegt auch nichts drauf. Das Glas, also ist eine Weinflasche wahrscheinlich. Ah, jetzt. Ah, vielleicht geht's jetzt. Erstmal kommt ein Skript wieder. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Vielleicht liegt hier der Schlüssel drunter. Das wäre doch jetzt der Hammer. Wenn ich jetzt hinkommen würde. Hm. Auf jeden Fall war das schon mal geskriptet. Scheiß Buch. Aber das kann ich nicht anheben, Mister. Ah, hier? Ist da vielleicht irgendwas drunter? Kann man jetzt hier irgendwie das Kissen anheben oder was? Ah, jetzt sind wir zumindest hier drauf. Aber wir können das Kissen trotzdem nicht anheben. Was ist hier? Da ist nix. Ja, was mache ich denn jetzt, Leute? Jetzt irre ich hier rum. Und finde den Schlüssel nicht. Hier weht wieder ein Wind. So, das hat alles doch keinen Sinn hier. Oben vielleicht? Nee. Ja, hier ist auch nichts. Am Schrank vielleicht? Nee, da ist auch nichts. Da ist nichts, da ist nichts.